Hallo, jetzt geht's weiter mit der Karte Nummer 4. Das ist das Haus von den Piatnik Lenormand Karten. Das ist von den Mystischen das Haus. Und dann habe ich noch die von den Astrologischen Lenormand Karten, auch das Haus. Ja, das Haus ist ja auch so eine Karte, die eigentlich für sich selber spricht natürlich. Das Haus steht natürlich für unseren Wohnort in erster Linie. Also entweder wirklich für ein Haus, es kann aber auch für eine Wohnung stehen. Bei mir ist es so, wenn jetzt jemand fragt, werde ich ein Haus oder eine Wohnung bekommen, dann schaue ich immer, ob der Park, die Karte der Park dabei liegt. Oder auch, ja, was Grünes, könnte auch der Baum, das Kleeblatt sein. Dann ist es meistens wirklich ein Haus, weil ja da auch meistens ein Garten dabei ist. Sonst ist es eine Wohnung. Aber generell steht natürlich die Karte Haus, ja, für den Ort, wo wir leben oder wo der Fragesteller, die Fragestellerin lebt natürlich. Das heißt, alles was das Thema betrifft natürlich Wohnen, Umzüge, also Umzug ist bei mir dann, wenn der Storch dabei liegt. Da geht es dann natürlich jetzt schon in die Kombinationen rein, die wir dann auch einmal besprechen wollen. Aber generell, also wie gesagt, alles was mit, ja, Wohnen zu tun hat, ist natürlich die Karte Haus. Das Haus steht aber auch für Stabilität. Also wenn das Haus zum Beispiel an der Beziehungskarte liegt, dann kann man davon ausgehen, dass das eine sehr stabile Beziehung ist. Und das Haus kann mitunter auch für den Körper stehen, wenn es eine Gesundheitsfrage gibt. Kann man da auch schauen auf das Haus. Fürs Körperliche. Ja, sonst eigentlich im Moment, wie gesagt, das kommt ja dann auch auf die Kombinationen immer an, aber von der Grundbedeutung her wäre es das eigentlich, da gibt es nicht mehr zu sagen fürs Haus. Und dann machen wir dann ja mit der nächsten Karte, mit der Nummer 5 weiter im nächsten Video.